Tja Leute, ich verstehe nicht, was hier an 60 FPS sein soll, wo das nur 30, glaube ich, aufnimmt. Aber ich habe keine Ahnung, das ist der Koblenzer Weihnachtsmarkt, das ist Patrick, den will keiner sehen. Oh Gott, das war sogar Nahaufnahme, den will doch wirklich keiner sehen. Und ich wollte jetzt einfach nur schon mal sagen, so ein kleines vorweihnachtliches Video, was ich an Weihnachten dann vielleicht hochladen werde und in der Nähe davon, euch fröhliche Weihnachten. Und ey, YouTube hat mir ein paar Abonnenten letztes Mal weggenommen, ne? Ich glaube so 80 Stück, weil das so Spam-Accounts waren. Hier wollte ich euch einfach nur empfehlen, wir müssen härter dran arbeiten, dass ich noch mehr Abonnenten bekomme, Leute. Und immer schon meine Werbung gucken. Und damit würde ich mal sagen, fröhliche Weihnachten euch und schön, dass ihr immer dabei seid und immer schön zuguckt. Warte, was ist denn? Muss doch gar nicht kotzen. Er muss kotzen, ich muss auch kotzen, leider. Tut mir leid. Und damit haut rein und bis zum nächsten Mal bei der Sky und frohe Weihnachten, feiert schön. Sexuelle Belästigung, yo. Das ist der Patrick. Der Patrick, willst du hier pinkeln gehen? Nein, ich habe mich nur gerade überlegt, warum die Fliege da ist. Das ist Psychologie, wusstest du das? Was zum... Achso, dass du da drin... Ja, gut. Das ist nur aufgedruckt. Ich wollte schon sagen, was ein hässliches Wetter. Der Mann wird dazu verleitet, die Fliege anzupinkeln. Das ist ja... Erleben. Unglaublich, Leute. Das ist hier in Koblenz. Und ich sag mal, es sieht sehr... sauber aus, okay, ein bisschen nass, wenn die tropft ist, aber insgesamt kann ich doch sagen, wie riecht das hier, Patrick? Was hab ich eben gesagt? Oh, wie Katzenkot? Oder wie ja, so eine richtig widerliche Blumenkohl? Aber hier kann man... Ja, ist das warm, Alter! Ist das warm? Meine Hände frieren ab! Oh. Ist das nicht mega unhygienisch? Was? Hier, die Dinger. Ist mir doch egal, meine Hände sind scheiße kalt. Was zum... Patrick, wie kommt man im Notfall da raus? Das ist so, wie soll das gehen? Ist das... Oder vielleicht musst du hier so seitlich... Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wie soll... Geh mal seitlich da durch, ich bin mir nicht... Nee. Hallo. Was? Nee, ich meine, da war meine Spiegelung. Hier. Ja, Patrick, geh mal... Mach mal seitlich. Patrick, der Toilettentester. Es würde funktionieren, oder? Aber auch nur... Nee, da müsste sogar noch... Ich muss auf mich auf den Arsch setzen, da durchstraucheln. Also warte mal, wenn jetzt hier, ich sag mal, Notfall ist und ihr da durchgeht und dann ihr stecken bleibt, was habt ihr dann für ein riesiges Problem, oder? Vielleicht damit Kinder hier direkt durchlaufen können. Fuck, es hat funktioniert. Selbstausnahmen. Das ist jetzt die Toilette gewesen. Wir sind jetzt hier raus. Es stinkt auch nicht mehr, das finde ich ganz gut. Das ist der Patrick. Hallo Patrick. Hi Tom. Wir waren ja gerade eben auf dem Weihnachtsmarkt, wenn wir jetzt keine gute Bar mehr finden, weil das Zenit. Hat ich umgebaut. Unsere Cocktailbar ist weg. Patrick, erzähl uns, was passiert ist. Unsere Cocktailbar ist weg. Das bedeutet, könnt ihr das fassen? Die Cocktailbar, wo ich und der Olli und der Spencer und also der André und der da und der... Der da haut sich gleich weg. Dann kommt die ausländische Seite raus. Hier vorne war mal das Zenit. Das hatte mal hier draußen ein paar Tische und Stühle. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch von dem Karnevalsvideo. Also der Mr. Zenit ist ein Würstchen-Support. Ich würde mich bis zum Affen machen, wenn ich ihn lasern. Das ist wahr, das ist wahr. Ja, und du siehst ihn nie wieder in deinem Leben. Ja, doch. Das ist ja dein Problem. Nee. Ich bin ja nicht das letzte Mal hier. Oder kennst du es noch vom Karnevalsvideo? Ich hab's nie angeschaut. Du kennst mich doch. Schau dein Videos nicht an. Er tut die anschauen. Guckt euch das mal an. Da drinnen, das sieht jetzt eher aus wie eine normale Restaurant. Bar. Ja, wie ein Restaurant, wie eine normale Bar. Das heißt jetzt McCoy oder sowas. Aber darüber steht immer noch Zenit Cocktailbar und Lounge. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ja Leute, hier sind wir auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt Teil 2. Das hier ist jetzt der Entenfuhlplatz, glaube ich, war das? Da hinten war sowas, der Entenfuhl. Da steht es auch noch hinter dem Tannenbaum. Und der Patrick ist auch hier. Hi. Der Dudis. Hui, sagt er hi. Hier waren wir aber eben schon mal. Das seht ihr auch in meinem Video, wenn ich euch noch frohe Weihnachten wünsche. Das habe ich nämlich hier auch aufgenommen. Seht ihr das? Wunderschön. Aber hier sind die vier Türme. Also wenn ihr in Koblenz seid und irgendwann mal über nachdenkt, wo die vier Türme sind, die meinen damit das hier, und das hier, ne? Das kann ich euch deswegen sagen, weil ich ein Praktikum gemacht habe und jedes dämliche Denkmal in Koblenz kenne und in Koblenz in Umgebung. So Leute, also wir sind natürlich hier Stadtmitarbeiter, weil ich hier gerade eben so ein schönes Plakat gelesen habe, das kann ich euch mal zeigen.
dieses Plakat hier. Ich lese mal selber gerade durch. Diese Veranstaltung wird zu Zwecken der öffentlichen bla 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 auf unserer Website bla 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 und auf Skies an dem YouTube-Kanal öffentlich preisgegeben. Ja, das ist echt so. Patrick, wir kritzen uns da drauf. Okay. Macht er das jetzt? Du machst das nicht, Alter, hier. Ne? Patrick ist schon ein Straftäter, der hat schon diese Motze und der hat ja sowieso ein paar Anzeigen mittlerweile. Von daher, das ist eigentlich immer, wenn es um irgendwelche schmutzigen Affären mit DCN geht, holen wir den Patrick und der kümmert sich um den ganzen Rest. Ich habe leider keinen Stift dabei. Scheiße, Mann, ohne Witz. Weißt du, deswegen, wegen solchen inkompetenten Planungseinheiten landest du mal im Knast. Aber wie auch immer, hier steht's ja, auf der Sky, der darf das senden. Wunderbar. Hier haben wir das weihnachtliche China-Restaurant. Nee, Spaß, aber das hier ist jetzt eben der Plan und der Plan, da ist so ein Brunnen und ja, was haben wir eigentlich mit dem Brunnen gemacht? Leute, die den Plan nicht kennen, haben einfach keinen Plan. Patrick, du bist einfach hart unwitzig, weißt du das? Ja. Ich kann mich einfach selber nicht filmen, das tut mir leid, aber dann seht ihr auch den schönen Weihnachtsmarkt und nicht den schönen Sky. Ich weiß das ja, ich bin ein bisschen selbstverliebt, aber hey, da hinten ist eine Windmühle. Da sind wir ja schon in den Niederlanden. Aber ich finde es persönlich sehr, sehr schön. Was ist hier die Menschen aus? Wer bin in den Niederlanden, wenn die Straßen nicht so schön? Stimmt, dann würde ich die ganze Zeit auf die Schnauze fliegen. Hier ist wenigstens gerade die schöne Straße. Da hinten haben wir auch schon mal Glühwein getrunken und haben über das Leben philosophiert. Und über Aktivitäten im Leben. Aktivitäten im Leben. Genau. Was? Da hat das Video abgebrochen, tut mir leid, Leute. Aber Patrick hat nämlich vor, in seinem Leben, wenn wir über Aktivitäten reden. Jetzt bist du sein Part, was willst du in deinem Leben machen? Was willst du aus deinem Leben generell machen? Ich will hochprofessioneller Drogendealer werden. Patrick, dann bist du in dieser Stadt richtig. Jägermeister und Lutze nach noch Papas. Patrick holt Jägermeister und was? Leute, ich hole mir da hinten das. Nee, Kaffee? Okay, ist gerade verdeckt. Ah ja, ich hole mir Kakao mit Jägermeister. Ich will es einmal probieren. Das hört sich nach einer harten Vergewaltigung von dem Getränk an, aber da hinten ist es, aber ich weiß es gerade selber nicht. Ja, da. Ich meine, Alter, Leute, das geht aber gar nicht. Das hier ist jetzt Jägermeister mit Kakao. Ich habe es vorher noch nicht ausprobiert. Ich habe noch keine Ahnung, wie es ist. Ist auf jeden Fall angenehm warm. Patrick schreibt hier gerade und will vermutlich gleich ein Bild machen, um damit anzugeben in seiner Story. Patrick, willst du manchmal angeben in deiner Story? Ja, ich bin was Besonderes. Ich erlebe viel in meinem Leben. Patrick ist ein besonderes Kind. Das wissen wir jetzt schon ein bisschen. Wir kennen ihn ja schon eine Weile. Vor allem seine Kochkünste. Und ich bin jetzt mal geschmenkt. Hier ist noch diese andere Shisha-Bar. Wurde die auch schon wegen Drogen irgendwie gestürmt? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Nein, darüber weiß ich nichts Bescheid. Tja, ihr habt nochmal Glück gehabt, bald kommen wir. Okay, ich bin jetzt gespannt. Ich trinke jetzt mal ein Schlückchen. Ey, das schmeckt gut. Du schmeckst den Jägermeister überhaupt nicht raus. Jetzt immer noch ein Schreiber. Du schmeckst den Jägermeister hier gar nicht raus, tatsächlich. Es ist also nice, aber ich weiß noch gar nicht, wie viel die reingemacht haben. Vermutlich haben die mit so einem halben Milliliter, so einen ganz kleinen Strohhalm, das da reingekippt. Ich bin gespannt, Leute. Da hinten kommt der Patrick mit meinen nächsten Getränken. Er guckt schon so böse wieder und denkt sich, was zum Teufel, wieso werde ich wieder gefilmt? Du hast extra geschlabbert. Er schlabbert einfach, das ist... Nein, der hat bis zum Rand voll gemacht, der Spaß. Ja, der weiß, wofür ich bezahle, ja? Klar, das hast du bei mir geschlabbert. Bei mir zu schlabbern war ein bisschen schwerer. Ja gut, also was hast du dir jetzt hier geholt? Jetzt habe ich nur Baileys reinmachen lassen. Das sind Baileys? Ich weiß nicht, Baileys. Kannst du mal probieren? Ja, kannst du ruhig probieren. Nein, ey, du. Ja, warte, einfach mach ich die Hand sauber. Obwohl, ich probiere auch mal, okay? Ja. Leute, das ist hier so ein Test von den Getränken, die es hier so gibt. Alter, der hat da so wenig reingemacht. Ach, das ist das. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist ja eher süßlich. Also ich finde das angenehm. Das ist ein Späli. Was ist? Das ist ein Späli. Ja, ja gut, aber ich weiß jetzt nicht. Ich habe es schon mal irgendwann getrunken, aber das ist eher, glaube ich, likörmäßig. Kann sein, ich mag Likör. Ja gut, das ist aber klar, dass du Likör magst. Ja, Leute, er. Ja, reib es. Patrick ist sehr amüsiert darüber. Nochmal einen kleinen Blick über den Weihnachtsmarkt. Über die Köpfe hinweg. Finde ich schon schön, aber das Teil da hinten dreht sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr, oder? Dreht sich das? Doch, das dreht sich. Sieht man also kaum auf dem Video, gerade hier in der Mini-Perspektive. Ich habe hier einen schönen Jägermeister mit Glühwein oder Glühwein mit Jägermeister. Das schmeckt ein bisschen. Aber ich erinnere mich an den Geschmack. Ja, okay, irgendwoher kennt man den Geschmack. Keine Ahnung woher. Ey, das ist cool, Alter. Die schöne Spiegelung, Leute. Wir müssen mal so in Slow-Mo machen mit dem Rauch, also mit dem Dampf.
Man sieht leider meine Augenbrauen nicht. Patrick, den Jägermeister. Und schmeckt? Ne, ich bleib lieber beim Heimgesöff. Und schmeckt's? Nö, ich glaube, ich trinke heute nichts mehr. Ja, das ist mein Getränk. Ich habe, wie gesagt, einen Jägermeister mit Glühwein. Oh, ist das schön warm, ey. Ich gebe mir diesmal nichts mehr über. Ich habe mir schon ein bisschen geschlabbert. Aber Patrick auch. Du hast gerade schon wieder geschlabbert. Was? Scheiße. So Leute, der Patrick ist hier und diesmal werden wir, ich habe gerade meinen Glühwein, den Rest noch in der Hand, diesmal werden wir hier ein schönes Schweinesteak probieren. Ich mache jetzt hier so die kulinarischen Kosten, bei der ist geil. Schwein. Wie bitte? Betonung liegt auf Schwein. Schwein, ja geil. Also ich weiß nicht, ich würde das jetzt hier nicht probieren, aber das hier sieht schon wieder richtig genial aus, finde ich. Irgendwie. Aber der Spießbraten, ich weiß nicht. Ich meine, es sieht ein bisschen komisch aus, weil er abgestanden ist, aber ich bin mal geschmacklich gespannt, wie er schmeckt. Da hätten sie mir auch den schönen Grill, aber naja, wie auch immer. Oh, und da hier die 1-Meter-Bratwürste. Willst du einen 1-Meter-Bratwurst? Ich hab einen, aber ich brauch keinen mehr. Das ist traurig, oder? Und wir probieren das jetzt auf jeden Fall mal. Okay, Leute, ich habe jetzt hier mein schönes Schweinesteak. Ich weiß, kann man es jetzt sehen? Jetzt kann man es besser sehen, glaube ich, oder? Ja, jetzt kann man es gut sehen. Es sieht zwar gut aus, aber es ist enorm zäh. Patrick, was ist bei deinem komischen Spießbratenbrötchen? Ey, ohne Witz, willst du Essenswerbe-Dinger machen? Hm? So, warte, mach mal so. Ah, und dann so, ah, okay, Patrick. Wir warten jetzt auf Patrick. Und wenn wir das hier ist mein Schweinesteak. Es ist sehr zäh. Ich finde, es ist auch keine gute Steakqualität. Und es, Patrick, gib dein Bestes. Die Soundeffekte fehlen. Alles klar, Leute. Auf jeden Fall, das ist echt zäh. Ich würde euch dann eher ein Spießbratenbrötchen empfehlen, weil der Patrick meinte, ist das gut? Ist es gut. Seht ihr? Und ich bin hier immer noch mit meinem... Aber bleibt zwischen den Zähnen kleben. Ist es... Was ist? Ist zart das Fleisch, aber bleibt zwischen den Zähnen. Und das hier ist einfach nur schlechte Steakqualität. Also ich eine Steak. Schuhsohle. Eine Schuhsohle, danke sehr. Das ist die Koblenzer Einkaufsstraße. Patrick ist da, die Koblenzer Einbahnstraße. Einkaufsstraße, nicht Einbahnstraße. Ja, hallo, das war auch schon der Abend. So geht ein Video geht eigentlich nur über Patrick, deswegen würde ich sagen, Patrick kann noch reden. Ich bin ja Hauptfigur, wie immer auf den seinem Kanal. Das haben auch schon Leute geschrieben, meine Schwester zum Beispiel. Er ist die Witzfigur. Ja, wie bei Faust, wo ich ins Feuer gelaufen bin. Traurig. Naja, das war der Tag in dem komischen, kann man das hier drehen? Man kann es nicht drehen. Was? Weihnachtsmarkt von Koblenz.